Wenn man sich bei Wikipedia hier die möglichen Bahngeschwindigkeiten um die Erde anschaut, gibt es mehrere Möglichkeiten, also eigentlich so vier Fälle. Das erste ist, A und B ist beides so eine Parabel, dann bei C schließe ich einen Kreis, bei D habe ich eine Ellipse und bei E, das ist die zweite kosmische Geschwindigkeit, da verlässt der Stein, also den, ich habe hier so eine Kanone, verlässt die Erde für immer. Und der Reihe nach, also jetzt diese Parabel A und B, das ist hier so, das ist die Wurfparabel, hier sind wir, gibt es ein extra Video, das ist aber in der Astrophysik im Unterricht, kommt es selten vor, dass man die Wurfparabel fragt. Was aber ständig vorkommt, ist, ein bisschen hier so radieren wieder, das ist also der Fall C, die Kreisbahn. Hier ist die Formel gemalt. Ich habe da immer Fz gleich Fg, Fz gleich Fg, also mv Quadrat durch r ist gm, m durch r Quadrat. Ich erkläre es gerade ein bisschen zügig, weil das wahrscheinlich alle schon gesehen haben. Die Masse kann sich wegkürzen und wenn ich hier nach der Geschwindigkeit auflöse, bekomme ich die Formel. Und r ist der Abstand vom Mittelpunkt, also hier habe ich den Abstand. Wenn ich für R die 6370 Kilometer mache und dann am besten noch in Meter umrechne, das ist der Erdradius RE, dann habe ich die erste kosmische Geschwindigkeit, den theoretischen Wert, wegen Luftreibung geht es ja nicht, mit dem ich jetzt hier so einmal rundum schießen würde und mich wieder erwischen würde. Wenn ich zu dem R, also die 6370 Kilometer, wenn ich dann noch was dazu addiere, zum Beispiel 400 Kilometer, dann bin ich hier weiter oben und das ist da, wo die ISS rumfliegt und dann wird es schon realistischer. Ja, also alles wieder in Metern. Also hier dieses R hier eingeben, dann habe ich die Geschwindigkeit der ISS rundum aus dem Fz gleich Fg. Also die Herleitung von hier nach hier und die Interpretation und das alles sind Standardaufgaben der Astrophysik im Unterricht. Das sollten wir unbedingt können. Nicht so ein Standard ist die Ellipsenbahn. Das ist jetzt hier so, genau, bei der Ellipsenbahn. Das erkläre ich jetzt hier. Da gibt es eine schöne Formel. Ich erkläre nur die fertige Formel, völlig ohne Herleitung. Und zwar, also ich habe eine Ellipse und im Brennpunkt ist die Erde. Und diese Ellipse hat eine Halbachse. Das ist das hier. Kein Radius, sondern eine große Halbachse und das ist ein A, hier ist das A und das ist so ein Fixpunkt. Dann hat die Erde, hier haben wir die Erde, hat eine Masse m, ja, m und das ist, hier ist die Masse m drin. Ja, also Masse der Erde ist irgendwo ungefähr 6 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Irgendein anderer Planet, eben die andere Masse. Und dann gibt es die Gravitationskonstante, dieses G, 6,67 mal 10 hoch minus 11, immer fest. Gut, und die wenn jetzt hier ein Satellit um die Erde fliegt, dann ist er an der Stelle langsam und an der Stelle schnell. Das Kepler-Gesetz. Und wie langsam und wie schnell er ist, das sagt mir, das bekomme ich hier mit der Geschwindigkeit v raus. Also dieses v, das kann ich hier ausrechnen. Hier ein v. Und ich brauche den Abstand vom Mittelpunkt. Also von diesem Punkt zu diesem Punkt, das ist mein r. Und dieses r steckt hier drin. Also wenn das r sehr groß ist, wird v klein und wenn das r klein ist, wird v groß. Und so bekomme ich mit der Formel also immer die, ja, hier schnell, dann wird es langsamer, langsam und schnell und so weiter. Das sagt die Bahngeschwindigkeit auf der idealen Keplerbahn, gibt es hier. Gut, und ist nicht in jedem Schulastrophysik drin. Und die Fluchtgeschwindigkeit, die kommt aber schon immer wieder vor, wenn ich dieses a gegen unendlich gehen lassen. Weil ich, also eine Ellipse, ich habe hier so eine Ellipse und das a soll riesig werden, bis irgendwann, und die Idee ist, dass der Stein komplett die Erde verlässt. Also wenn ich hier unendlich einsetze, 1 durch 1 Milliarde ist fast nichts und 1 durch 100 Milliarden ist noch weniger und dann fällt der Teil weg und ich bekomme das hier. Und das ist die Formel für die Fluchtgeschwindigkeit. Mit der Geschwindigkeit muss ich, wenn ich hier stehe, den Stein schmeißen, dass er nie wieder zur Erde zurückkommt. Nicht auf eine Ellipsenbahn kommt, zurückkommt, sondern ja, Ellipsenbahn würde bedeuten, der wird so irgendwie fliegen und bei der Fluchtgeschwindigkeit ist er nie wieder da. Ich habe bei der Formel das R, das ist so der Start, ja, R. Bei der Fluchtgeschwindigkeit nehme ich für R eben die 6370 Kilometer und wieder in Meter und dann habe ich natürlich die Masse der Erde und dann habe ich die Gravitationskonstante und fertig. Und das ist jetzt wieder so ein rein theoretischer Wert, weil ich habe ja hier die Luftreibung und deswegen durch die ganze Luftreibung geht es nicht.
Aber ich könnte die Fluchtgeschwindigkeit ja auch für einen höheren Wert nehmen. Also wenn ich jetzt, also es gibt Überlegungen, zum Beispiel, wenn man zum Mars fliegen möchte, also da könnte ja sein, dass es wirklich passiert, ja, dass ich erstmal mit so einem Raumschiff, ja, so, soll irgend so ein Raumschiff sein, das ist sehr groß, in so einen Orbitalraum fliege und dann von diesem Raumschiff dann erst zum Mars starte. Und dann hätte ich hier die 6370 Kilometer und hier noch irgendwas, zum Beispiel 500 Kilometer. Ja, und dann wäre das mein R. Also R wäre 6370 plus 500 und das Ganze mal, weil wir immer Meter brauchen und dann haben wir Meter. Gut, und das könnte ich ja, hier einsetzen und dann wieder Masse der Erde, Gravitationskonstante und dann würde ich die Geschwindigkeit bekommen, die das, was zum Mars startet, irgendwann kriegen muss. Das wird ja normal nicht so wie eine Kanone geschossen, sondern das hat eine Rakete. Das heißt, der wird mehr und mehr schneller, aber irgendwann muss er so schnell sein, um die Erde zu verlassen. Hier ist die RD. So, und jetzt haben wir vier verschiedene Fälle gehabt, so zum Zusammenfassen. Das ist eher so Mechanikgeschichte, die Wurfparabel. Das ist eine Standardgeschichte, Kreisbahn um die Erde. Hier ist es, kommt nicht so oft vor. Bahngeschwindigkeit auf einer Ellipse und die Fluchtgeschwindigkeit. Das ist diese Formel, das ist vielleicht noch so als Ergänzung, das macht man mit dem Energieansatz. Ja, also hier habe ich die Bewegungsenergie und hier habe ich die Höhenenergie und noch eine Ergänzung. Also was da interessanterweise drin steckt, ist, wenn ich im Zimmer, ja, so, irgendwas hochhebe, dann ist das FG ist ja am Fußboden eine andere als hier auf dem Tisch, weil je weiter ich von der Erde weggehe, umso geringer wird die Gravitation, aber ich merke das hier nicht. Also näherungsweise kann ich hier sagen, FG ist M mal G in meinem Zimmer und näherungsweise ist die Gravitation konstant und dann ist es ziemlich einfach. Aber wenn ich von einem Planeten weggehe, dann wird die Gravitation immer kleiner, dann habe ich FG ist G mal M, M durch R Quadrat. Also je größer das R ist, umso kleiner ist das FG. Und da gibt es eine schöne Herleitung mit Integration, die ich aber in der Prüfung nicht abfrage.